Diesmal ein spontanes Video wieder. Ich mache das immer so gemischt auf dem Kanal, dass ich manchmal Videos mache, wo ich halt ziemlich überlege und ja, wo ich halt geistige Arbeit, sag ich mal, reinstecke und plane und so weiter und dann Videos, die ich halt gerne spontan machen würde. Und in dem Video wollte ich ein bisschen über meine Ziele reden und über ein Thema, was mir vorhin eingefallen ist. Ich weiß nicht, wie ich am besten einsteige in das Thema, aber man könnte zum Beispiel damit einsteigen, indem man sagt, dass wenn man selber die Welt ziemlich negativ sieht, oder es geht allgemein darum, wie man da rauskommt aus einer negativen Weltsicht, aus einer negativen Eigensicht, Ich-Sicht, allgemein aus Negativität und ja, wie man einfach freier und positiver durch die Welt laufen kann. Und in der Theorie ist das sehr einfach, in der Praxis gestaltet sich das als schwieriger, da das auch sozusagen Training beansprucht, Training braucht, also ein ständiges Wiederholen von bestimmten oder relativ bestimmten Gedanken und so eine Art Meditation, die man auch täglich einbauen kann. Und da spielen jetzt auch meine Ziele sozusagen eine Rolle. Also diese beiden Themen hängen ein bisschen zusammen, deswegen fange ich jetzt mal mit meinen Zielen an, um danach ins zweite Thema überzuleiten. Also ein sehr großes Lebensziel von mir, also ich habe sehr viele Lebensziele, auch wenn die alle nicht so ganz klar strukturiert im Kopf sind, muss ich eigentlich mal aufschreiben und mir halt auch Gedanken drüber machen. Aber ein großes Lebensziel von mir ist, dass ich Menschen allgemein helfe, beziehungsweise heile in Anführungszeichen, oder halt aber nur heilen in Form von Hilfe zur Selbsthilfe insgesamt. Also in Form von Aufzeigen, also sozusagen Licht auf die Sache bringen, was bei den Menschen gerade abläuft und vielleicht auch halt Licht auf die Sache zeigen, wie man mit welchen Techniken und wie überhaupt man da wieder rauskommt oder was man halt tun kann. Und vieles davon ist halt einfach positive Gedanken und sich selber zu lieben. Das ist eigentlich so die Grundphilosophie, sage ich mal. Also es ist eigentlich, viele denken so, wenn jemand einem was aufzeigen möchte oder sowas, dass das so lehrerhaft ist und mit Anstrengung verbunden ist, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil und genau das Gegenteil wirkt, meiner Meinung nach halt auch, dass man halt aufzeigt, dass es einfach ist, dass man aufzeigt, dass man Dinge darf, dass man aufzeigt, dass man es wert ist, dass man wertvoll ist. Und das möchte ich eigentlich, das ist eigentlich so eins meiner Lebensziele, weil es ist auch ein bisschen egoistisch von mir, dieses Lebensziel, weil, oder könnte man so sehen, weil es mich halt persönlich am meisten erfüllt, wenn ich halt Menschen sehe, wie sie halt aufblühen oder halt positiver werden, glücklich werden. Und ich brauche das auch selber für mich und für mein Leben, so eine Umgebung, die einfach positiv ist und liebevoll ist und lichtvoll ist, sage ich mal. Und das möchte ich mir persönlich dann auch einfach erschaffen, indem ich halt meiner Umgebung helfe. Also, aber um dieser Umgebung zu helfen, und da steigen wir schon dann jetzt in die nächste Ebene, nicht in das nächste Thema, sondern nur in die nächste Ebene rein, ist, dass man sich selber erst zuerst helfen muss. Und wenn man sich selber verändert, dann verändert sich halt die Welt und kann man die Welt halt verändern. Und da bin ich halt momentan, mir selber zu helfen, mir selber erstmal aus dem. Ich hab jetzt gedacht, so den Weg hinaus, aber so sich selber aus dem Weg zu gehen, ist mir dann auch irgendwie eingefallen, das passt eigentlich auch ganz gut. Dass man sich oft selber im Weg steht. Das ist sogar ein großes Thema eigentlich bei den meisten, dass man sich selber oft im Weg steht. Aber ich muss halt selber erstmal mir helfen und halt den Weg gehen. Und da gibt es auch nochmal zwei Ebenen. Und das ist einmal die körperliche Ebene und einmal die geistige Ebene. Und das hat Difference is a Virtue auch ganz gut beschrieben in einer seiner letzten Videos. Ich glaube, das war, also es ist ein dreiteiliges Thema oder ein dreiteiliges Video. Und ich glaube, im dritten Teil war das, wo er es gesagt hat, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, oder der zweite Teil. Auf jeden Fall ist es da wichtig oder sinnvoller und effektiver, auch meiner Meinung nach, das war schon immer meine Meinung, zuerst die körperliche Ebene zu heilen, weil man somit halt eine richtig gute Grundlage hat und viel mehr Reserven hat, viel mehr Power hat, viel mehr Ausdauer hat, um geistige und psychische Dinge anzugehen. Und ich bin halt gerade immer noch bei der körperlichen Ebene, die ich aber bald als vorerst abgeschlossen sehe. Also in dem Sinne, dass ich jetzt ziemlich durchgesprintet bin mit dem Reinigungsweg und so weiter und einen Punkt erreicht habe, wo es für mich nicht mehr sinnvoll ist, mich da in besonderem Maße, also weiterhin in besonderem Maße so darauf zu konzentrieren, dass ich halt möglichst schnell vorankomme, weil es nämlich so ist, dass die Umwelt mich auf allen Ebenen, also auf psychischer, geistiger und physischer Ebene so schnell und stark wieder
neu vergiften und runterziehen, dass es für mich gar keinen Sinn mehr macht, mich weiter zu reinigen. Das wäre dann einfach nur, ja, das wäre einfach nur hin und her und wird es nichts führen insgesamt. Dafür muss ich dann erstmal andere Schritte tun im Leben, um das zu verbessern. Und da das der Fall ist, kann ich dann stattdessen so langsam halt weiterhin beginnen, die psychischen Ebenen zu reinigen, Anführungszeichen, und danach dann auch die geistigen, spirituellen. Also das sind auch nochmal zwei verschiedene Ebenen, aber für mich ist beides halt geistig und das werde ich dann halt beides machen, obwohl ich halt auch die körperliche Ebene auch wiederum auf einer anderen Ebene weiterführe. Und zwar halt über den Sport, weil über den Sport reinigt man den Körper nochmal auf ganz andere Art und Weise, wie durch Fasten zum Beispiel. Zum Beispiel das Lymphsystem ist die einfachste Veranschaulichung davon. Die Lymphe, die pumpen sozusagen nur bei körperlicher Ausdauerbewegung am meisten. Und das Lymphsystem ist halt ein ganz wichtiges gehört, also ist ein ganz wichtiger Teil des Immunsystems und deswegen ist Bewegung auf jeden Fall immer essentiell. Und das habe ich in den letzten Monaten auch vernachlässigt. Und da will ich auf jeden Fall auf körperlicher Ebene immer weiter machen, aber halt nicht mehr im besonderen Maße und maximal auf diesen Punkt fokussiert, sondern das wird halt nebenbei ist das immer noch eine große Wichtigkeit und da auch halt die Dinge aufrechtzuerhalten. Ja, und dann, also erstmal muss ich noch halt Schritte jetzt mit dem Umzug und so weiter in meinem Leben weiterführen, sodass ich mein eigentliches Ziel an Reinigungsgrad erreiche und besonders, also erreichen ist nicht schwierig, aber erhalten kann. Also das Halten ist immer das Schwierige. Wenn ich das erreichen, ist für mich persönlich zumindest überhaupt nicht schwierig, weil ich von Natur aus eigentlich immer noch ein Sprintertyp bin. Und Dinge erreichen und durchbrechen und überwinden, das ist für mich kein Problem. Das Halten ist für mich eher ein Problem. Und deswegen mag ich Ausdauersport auch so gerne, weil mir das auch auf geistiger Ebene so hilft, Ziele in meinem Leben zu halten, weil ich das dadurch trainiere einfach. Also ich mache Sport eigentlich in erster Linie wegen dem Geistigen, um meinen Geist zu trainieren und nicht meinem Körper. Der Körper ist halt auch wichtig und ich akzeptiere, und das sollte man meiner Meinung nach auch, mein körperliches Wesen, sonst macht es gar keinen Sinn, dass wir hier als Körperlichkeit existieren, sonst könnte man sich auch komplett wieder vergeistigen. Aber wir waren eigentlich schon die ganze Zeit vergeistigt und wollten dann diese Erfahrung machen, deswegen hat das auch so seinen Sinn, denke ich mir so. Deswegen ist es auch wichtig, nicht zu sehr abzuheben und diese Körperlichkeit und allgemein diese erdigen oder diese Faktoren, die auf dieser Erde halt wichtig sind, zu respektieren und aufrechtzuerhalten, zu akzeptieren. Auch zum Beispiel der Gang in die Natur und so weiter, sowas finde ich alles wichtig. Also, dass es insgesamt ganzheitlich ist und dass man keine Ebene vernachlässigt. Und deswegen finde ich auch Fakire und diese Leute, die fasten, um sich selber halt einzuschränken, nicht sinnvoll, weil die haben meiner Meinung nach nicht verstanden, dass es um eine Ganzheitlichkeit geht und dass es auch wichtig ist, halt den Körper zu respektieren und dass es auch eigentlich ein Teil des Geistes ist. Der Körper ist eigentlich sozusagen eine Verlängerung des Geistes, meiner Meinung nach. Und damit schränkt man letztendlich auf tiefster Ebene wieder den Geist ein, indem man den Körper einschränkt. Ich weiß nicht, ob man das so verstehen kann. Ja, ich will aber nicht zu sehr abschweifen. Auf jeden Fall, wenn ich halt diese Ebene, diesen Reinigungsgrad erreicht habe. Also ich hatte mir letztens schon überlegt, dass ich möglichst bald auf nur Säfte umsteige, aber da bin ich jetzt wieder ein bisschen von abgekommen. Einfach aufgrund der Erfahrung, na, ich weiß gar nicht. Also ich muss sagen, die Dinge, die sind langsam so komplex, weil der Körper so komplex funktioniert, dass es für mich schwierig ist, mit dem Geist nachzukommen, weil ich halt auch noch ziemlich viele andere Dinge zu erledigen habe. Also manchmal wird das schon ein bisschen viel und da ist es auch, kann es dann auch wichtig sein, sich zu erden, damit man einfach mal seine Ruhe hat. Aber man sollte schon halt gucken, dass man sich nicht unbedingt mit gekochten erdet, nur das zum Notfall. Ich denke schon, dass das mit den Säften noch war. Ich hatte halt die Erfahrung gemacht, ich hatte einen Brokkolikopf gegessen, also ich habe den so zu Reis gemixt und dann hat so eine Soße drüber gemacht und das als Salat gegessen einfach. Und das hat mir so unglaublich gut getan, aber das war wahrscheinlich, weil ich das nach dieser einen gekochten Mahlzeit gegessen hatte, dass einfach der Reinigungseffekt wieder so groß war. Weil ich hatte nämlich auch die Erfahrung gemacht, als ich einen höheren Reinigungsgrad hatte, mit langer Zeit Rohkost und durch das Fasten und so weiter. Und wenn ich dann halt auch so einen Brokkolikopf oder halt Spinat in dem Fall in der gleichen Menge gegessen hatte, dann hat mir es nicht gut getan. Also es hatte nicht nur keinen guten Effekt, es hatte sogar einen negativen Effekt, dass es mich zu sehr beerdigt hat und zu sehr runtergezogen hat, also auf einer anderen Ebene wieder runtergezogen hat. Also nicht ganz auf eine andere Ebene, aber halt schon in die Richtung gezogen hat. Und dass ich diese bombastischen Vorteile von diesem Grünzeug dann gar nicht mehr hatte. Also die Erfahrung mit dem Brokkoli, die hatte mich erst mal wieder dazu getrieben, nachzudenken, ist vielleicht doch sinnvoll, das Grünzeug auch in ganzer Form zu essen und natürlicher und vielleicht besser und
die Ebene kann ich vielleicht besser halten. Ist vielleicht sinnvoller, die Ebene erstmal zu halten, diese Rohkostebene mit wenig Essen und so weiter, damit ich nicht wieder zu viel will und dann noch weiter im Endeffekt zurückfalle, sozusagen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich bin ich doch bereit dafür, wenn ich diese Umstände halt im Griff habe und mich nicht erden muss mit Kochen. Und muss man sowieso nicht. Also hätte ich da meditiert, konsequent, dann wäre ich da konsequent geblieben. Und also ich merke es halt, ich hatte halt einen riesigen Blähbauch, weil ich so angespannt war, dass meine Verdauung nicht funktioniert hat. Das ist also sehr wichtig, dass man keinen Stress hat. Das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Faktor. Und durch Meditation hätte ich halt diesen Stress eliminieren können. Und da habe ich schon öfter geschafft, dass ich dann Verdauungsgeräusche hatte, eine richtige Entspanntheit in mir aufkam, dass mir dann wieder gut ging, hätte ich das gemacht. Wie gesagt, hatte ich ja erklärt, dass ich diese Konsequenz da nicht mehr hatte durch diese lange Fastenzeit, wo ich auch ehrlicherweise gelitten hatte und dann einfach keine Lust mehr hatte, sozusagen. Aber hätte ich das halt gemacht, dann hätte ich dieses Kochnahrung, dieses Externe sozusagen nicht gebraucht. Ich hätte mich dann vielleicht mit Avocados oder anderen Dingen genügend erden können. Also wenn ich das hinbekommen habe, was halt nur ein geistiger Aspekt ist, das kann ich auf jeden Fall schaffen und halt die Umstände hingekriegt habe, dass ich weniger vergiftet werde insgesamt, dann brauche ich auch gewisse Dinge nicht mehr und dann kann ich auch versuchen, meine Zielreinigungsstufe, also eigentlich ist meine Zielreinigungsstufe halt Rohkost und wenig Essen, was ich halt momentan auch mache. Also bin ich eigentlich schon am Ziel und ich habe aber halt trotzdem noch so im Kopf, ja, vielleicht versuchst du halt trotzdem, was mein Endziel, ja, Endziel, davon will ich eigentlich gar nicht von sprechen, weil es geht vielleicht immer weiter, man kann das vorher gar nicht wissen. Aber das, was ich mir so vorgenommen habe, schon am Anfang, also nachdem ich mich beschäftigt hatte, so mit dem Reinigungsweg und so weiter, war mir auf jeden Fall klar, dass mein Endziel erstmal, sage ich mal, Säfte sind, also von Säften oder verdünnten Säften zu leben, beziehungsweise nicht von den Säften. Man kann nicht von irgendwas externem leben, das ist unmöglich. Aber dass ich mich möglichst feinstofflich ernähre, ohne dass ich halt, dass mir halt ein Puffer fehlt für Gifte der Umwelt. Und das ist mit Säften eigentlich perfekt, das ist halt die perfekte Balance dazwischen. Also hier geht es lange nicht mehr um irgendwelche Natürlichkeit, wie wir sie sehen, Natürlichkeit, wie wir halt die Natur sehen und da muss alles ganze Nahrung sein und so weiter. Ich glaube, dass unsere Natur darüber hinausgeht. Also dass diese Natur schon sehr sinnvoll ist, um auch uns ein Bild zu geben, wie es optimal ist, um sozusagen uns an die Hand zu nehmen, um uns diese Früchte und auch das Gemüse zu bieten, so lange, bis wir halt erkennen, dass wir selber die Natur sind und dass unsere Natur eigentlich und dass wir selber im Prinzip letztendlich diese Natur geschaffen haben, ohne dass wir uns dem noch bewusst sind und wir uns sozusagen selber an die Hand genommen haben. Wir wussten vor, dass es wahrscheinlich irgendeinen Zeitpunkt gibt, wo wir unsere Natur vergessen und haben dann diese sozusagen nächst bessere Natur geschaffen, damit wir, weil die können wir ziemlich einfach sehen, die Natur, und die können wir ziemlich einfach erfassen und da können wir dann die Früchte und das Gemüse herholen und uns schon sehr gut damit versorgen insgesamt. Aber ich denke, dass das halt noch Stufen darüber hinaus gibt, was wir halt nicht so direkt sehen und erfassen können. Das mal als kurzer Exkurs, sage ich mal. Ist schon wieder so lange am Reden. Und ja, ich denke schon, dass ich, wenn ich das so schaffe, bereit bin, zumindest auszuprobieren, von Sachen zu leben. Aber ich will Dinge erstmal nur ausprobieren. Ich will das nicht einfach machen und dogmatisch sein. Das habe ich ja schon im letzten Video erzählt. Wenn das halt für mich nicht funktioniert, dass ich zum Beispiel im Sport oder allgemein mich nicht leistungsfähig fühle, zumindest nicht auf Dauer, dann gehe ich auch einen Schritt zurück, das in jedem Fall. Weil das sehe ich, glaube ich, bei vielen Rohköstlern zum Beispiel, dass sie das, ich will nicht sagen dogmatisch sehen, aber die wollen es halt sehr konsequent machen. Das ist eigentlich auch meine Motivation, also nicht Motivation, aber das möchte ich eigentlich auch gerne machen, Dinge sehr konsequent machen. Aber ich denke, dass das dann übers Ziel hinausschießen kann, wenn man es halt so konsequent machen will, dass man, ja, man, also man weiß dann einfach nicht, man ist sich dann nicht bewusst, dass man dann zu schnell einfach geht. Man ist sich nicht bewusst, dass man so viele Gifte über die Jahre durch die schlechte Ernährung angelagert hat, dass der Körper einfach keine Chance hat, das so schnell wieder alles loszuwerden. Und auch wenn das die beste Ernährung ist, die man machen möchte, ist es vielleicht doch sinnvoll, halt nicht zu schnell da voranzugehen. Und ja, deswegen, ich will es auf jeden Fall versuchen, weil ich halt nicht weniger machen will, als ich machen kann und halt mich entwickeln will und vorangehen will und das mich am meisten erfüllt, diese persönliche Entwicklung. Und deswegen möchte ich das mit den Säften versuchen. In den nächsten Monaten werde ich das angehen. Und ich werde wahrscheinlich im Spätfrühling oder so auch nochmal ein Fasten machen. Wahrscheinlich dann wieder Trockenfasten, weil es einfach angenehmer ist als ein Wasserfasten. Oder halt kombiniert, so wie ich auch im letzten Video erzählt hatte. Einfach mal schauen. Ja, sehr viel geredet. Also das geht in meinem Kopf so ab. Also nicht, dass das die ganze Zeit in meinem Kopf so abgeht. Ich denke mal, also ein paar Mal am Tag denke ich halt darüber nach, aber ich denke eigentlich über viel mehr andere Sachen nach als über das. Aber darum geht es halt in dem Channel. Also das mag vielleicht den Eindruck erwecken, dass ich die ganze Zeit nur darüber nachdenke, aber eigentlich ist das nur ein kleiner Teil. Also ich habe mich in den ersten
ein paar Monaten jetzt natürlich sehr intensiv damit beschäftigt und weil ich halt so ein Sprinter-Typ bin insgesamt, jetzt habe ich aber halt so diesen Punkt erreicht, wo ich da halt durch bin, sage ich mal, und das Nötigste eigentlich weiß. Und jetzt kann ich in dem Punkt erstmal ein bisschen halt runterfahren und mich jetzt auf andere Sachen konzentrieren. Ich beschäftige mich aber eigentlich immer mit viel mehr anderen Dingen noch. Also ich beschäftige mich auch viel mit irgendwelchen Konsolenspielen oder Computerspielen oder so. Also nicht, dass ich unbedingt spiele, aber einfach von der Beschäftigung her. Jetzt mal nur ein Beispiel von 10 oder 100 Beispielen. Ich beschäftige mich auch mit Handwerk, obwohl mich das früher eigentlich nie interessiert hat. Ich habe auch gestern den halben Tag auch wieder was Handwerkliches gemacht. Ja, auf jeden Fall, entweder werde ich also diese, um zu meinem Ziel zurückzukommen, diese Stufe erreichen. Oder wenn ich es halt nicht schaffe, ist auch kein Problem. Dann halt weiterhin mit Rohkost ein wenig. Und dass ich halt dann mich auf den Punkt im Besonderen fokussiere, wie ich mich dann halt erde und wie ich mich halt vor Umwelt, in Anführungszeichen Attacken, sind natürlich keine Attacken, also wie ich mich davor am besten schützen kann, also mit Meditation auch und verschiedene Rohkosten, andere Techniken, Sport und so weiter. Und wenn das dann halt gefestigt ist insgesamt, dann beschäftige ich mich mehr um die geistigen Dinge, aber das ist jetzt schon der Fall, dass ich jetzt langsam wieder einsteige, sozusagen an meiner Psyche zu arbeiten, was ich natürlich trotzdem immer begleitet ein bisschen zumindest gemacht habe. Einfach auch aus Interesse, wie das halt so wirkt. Und das wirkt sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe schon viele psychische Dinge eigentlich bereinigt und überwunden. Da muss ich sagen, dass die Rohkost dabei einem sehr, sehr hilft und sehr, sehr helfen kann zumindest. Aber wahrscheinlich aber auch helfen wird, also nicht nur die Potenzialität, also es ist eigentlich ziemlich sicher, dass das helfen wird, wenn man allein schon mehr Rohkost einbaut. Man muss ja auch nicht komplett Rohkost machen. Ist halt wie gesagt alles auch ein Weg und so weiter, ist auch sehr individuell. Und danach, wenn ich mich dann auch, ich denke mal, das wird so 1, 2 bis 3 Jahre dauern ungefähr. Wenn ich da halt vielleicht auch kürzer, wenn ich da halt so einen guten Start erreicht habe, dann werde ich mich da halt darum kümmern oder sehe mich halt selber als geheilt, sage ich mal. Und man hat dann auch gar keine Bedürfnisse mehr insgesamt, außer vielleicht ein paar Grundbedürfnisse. Und ja, was soll man dann halt machen? Dann hilft man halt anderen. Das ist halt so mein Plan. Und ja, könnte ich eigentlich auch noch ein bisschen drüber reden. Also ich bin eigentlich relativ gut darin, sage ich mal, oder ziemlich empathisch allgemein und deswegen gut darin zu erkennen, was bei anderen gerade abgeht und was bei den Personen halt, man könnte sagen, auch im Aurafeld, obwohl ich Auras nicht sehen kann, aber ich denke, dass ich Auras weiß. Also man kann Auras auf verschiedene Arten wahrnehmen, man kann sie fühlen, man kann sie sehen, man kann sie, glaube ich, auch hören und man kann sie wissen. Und bei mir ist es so, dass ich Dinge weiß. Ohne mich da jetzt irgendwie als Besonderes oder sowas hervorzuheben. Das ist halt nur mein Gefühl dabei und meine Erfahrung auch einfach damit. Und bei vielen sehe ich dann in Anführungszeichen in ihrem Feld oder in ihrem Geist oder sowas, sehe ich dann halt Dinge, die halt ungereimt sind, die ich bei mir aber auch sehe. Auf jeden Fall. Und ich weiß dann auch sofort irgendwie, das ist einfach nur einfach dieses, ich weiß das einfach irgendwie. Ich kann es nicht besser beschreiben. Ich weiß dann auch, wie ich dann halt vorgehen kann. Um diesen Menschen zu zeigen, was sie halt zu tun haben, halt im positiven Sinne. Also es ist nichts, was sie tun müssen oder so, es ist einfach nur so eine Anregung. Guck mal, du bist doch eigentlich viel, viel mehr wert oder du kannst das doch oder kannst dies und musst vielleicht nur das und das in Erwägung ziehen. Und ich merke das dann auch sofort, das geht innerhalb von ein paar Millisekunden und das erfahre ich halt im Alltag, also sofern ich manchmal einen Alltag habe, obwohl das paradox manchmal Alltag, ja egal, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also wenn ich halt manchmal so draußen unterwegs bin und so weiter, dann merke ich das auch, wenn ich mit Menschen zu tun habe, wie die dann auch plötzlich, wie die einfach aufblühen und aufleuchten, sag ich mal, aufblühen ist vielleicht noch ein zu krasses Wort, aber aufleuchten, auch total freundlich werden und so weiter und das ist auch natürlich dann auch die Resonanz der eigenen Schwingung insgesamt und da finde ich dann auch zum Beispiel sowas wie ein gutes Aussehen, in Anführungszeichen, ja, hilfreich zumindest, weil da strahlt man eigentlich dann auch schon positive Energie auf diese körperliche Ebene aus und dafür sind die meisten Menschen halt noch viel empfänglicher insgesamt auf dieser, sag ich mal, niederschwingenden Ebene, was natürlich gar keine Bewertung ist, sondern es ist einfach nur eine andere Ebene, sage ich mal. Und ich habe ja auch am Anfang des Videos gesagt, dass ich es für wichtig halte, diese Ebene wertzuschätzen und nicht als nieder oder schlecht darzustellen. Dass man das sozusagen verbindet, das Geistige und Körperliche. Und da finde ich ein gutes Aussehen zum Beispiel auch hilfreich, weil da werden die Menschen schon automatisch irgendwie fröhlicher und glücklicher, auch wenn man sich vielleicht gut anzieht und so weiter. Und das halte ich für ziemlich hilfreich insgesamt, auf dieser Ebene schon, aber dann noch auf der geistigen Ebene, dann ist das richtig Overkill, sage ich mal. Und da haben ja auch andere Menschen schon berichtet, dass sie auch so ähnlich sind, dass sie auch Menschen sozusagen beleben können, weil viele sind einfach relativ unglücklich, nehme ich zumindest wahr, und auch gestresst im Alltag und so weiter. Und da macht mich das auch zum Beispiel glücklich, dann auch mal sich halt so kurz zu unterhalten und halt Positives wiederzugeben und dann halt auch zu sehen, wie Menschen darauf auch genauso reagieren. Und dann kommen wir jetzt zu dem eigentlich zweiten Punkt, auch wenn das Video jetzt leider sehr lange ist und ich werde wahrscheinlich deswegen auch noch sehr, sehr oft über diese Themen reden.
Ich wollte es jetzt aber trotzdem alles in einmal abhandeln, damit ich mir das vielleicht auch selber irgendwann mal angucken kann und nichts vergesse einfach. Und dann auch nochmal selber zurückgreifen kann, aha, was habe ich da erzählt und wo kann ich jetzt nochmal genau eingehen und nochmal genau ein Video zu machen. Und dann ist das jetzt halt für die Hardcore-Gucker, sage ich mal jetzt schon. Und ja, könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Das würde mich auch mal interessieren und freuen. Bei manchen weiß ich das, bei manchen weiß ich es nicht genau. Auf jeden Fall die Ebene, wo ich jetzt drüber reden wollte, ist halt, wie man dann halt aus der Negativität rauskommt. Und das habe ich jetzt eigentlich ja schon vorweggenommen. Ein bisschen zumindest den Ansatz. Und deswegen ist auch die Überleitung jetzt ganz gut. Die Welt ist im Prinzip neutral aus meiner Sicht, beziehungsweise sie ist nichts. Also sie ist immer so, wie man selber ist. Und wenn man selber nichts ist, dann ist die Welt auch nichts. Das habe ich auch selber für mich schon wahrgenommen. Das heißt, wenn ich nihilistisch bin, und ich war früher nihilistisch und habe an das Nichts geglaubt, dann war die Welt auch nichts. Dann war einfach nichts da. Das war alles bedeutungslos, was Menschen machen, was andere Lebewesen machen. Für mich waren das noch nicht mal Lebewesen, für mich waren das dann einfach nur noch Roboter, die einfach funktioniert haben. Und verhalten sich auch viele äußerlich von der Maske her. Und für mich war einfach nur alles mechanisch. Und dann ist das auch so. Und ist halt immer so, wie man es wahrnimmt. Und wenn Menschen auf Dauer sehr negativ, wenn man Menschen auf Dauer negativ wahrnimmt, die Welt auf Dauer negativ wahrnimmt, dann sollte man sich vielleicht fragen, ob man selber eventuell negativ ist. Und das jetzt ohne negativ zu bewerten. Also es ist nicht negativ, negativ zu sein, sage ich mal so. Es ist ganz normal und es kann sogar positiv sein, negativ zu sein. Auch wenn das jetzt vielleicht schwierig zu erklären ist. Möchte aber direkt weiter an dem Punkt davor anknüpfen. Es ist auf jeden Fall so, dass man wahrscheinlich sich dann auch davon runterziehen lässt, dass das ja alles negativ ist. Aber im Prinzip ist es so, dass es dann ein Teufelskreis ist. Dadurch wird man dann negativ und dadurch bleibt dann auch alles negativ. Aber wenn man dann halt mal den Schritt tut und, also wenn man halt das Positive sucht in seinem Leben, dann kann man das meistens nicht durch externe oder eigentlich nie durch externe Dinge verwirklichen. Man muss immer den Schritt gehen, auch wenn es schmerzen kann, in sich selber das Positive zu finden, erstmal zu suchen, zu finden, dann nach oben zu holen und dann auch auszudrücken. Also suchen, finden, hochholen und ausdrücken. Und dann hat man sich verändert und dadurch verändert sich die Welt. Dadurch werden Menschen auch positiver auf einen eingehen und egal wie scheiße oder wie schlecht man sich selber sieht oder wie doof man sich sieht, und wenn man aber was Positives ausstrahlt, dann kommt auch das Positive zurück und nicht diese Gedanken, ja, ich bin doch eigentlich klein oder ich bin eigentlich scheiße oder ich bin eigentlich schlecht oder ich bin eigentlich ein Parasit der Gesellschaft, weil ich das und dies nicht mache. Wenn man was Positives ausstrahlt, gibt man der Welt was Positives und dann gibt die Welt einem auch was Positives zurück. Und da, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich glaube, das ist sogar ein sehr, sehr essentieller Schritt, weil dadurch geht einfach diese Grundannahme weg. Man muss Externes immer in sich einführen, um zu überleben. Und man muss immer sich selber anreichern. Und man muss selber was aufnehmen und man muss die Energie von anderen absaugen. Jetzt, indem man Tiere zum Beispiel tötet oder indem man auch geistige Vampire gibt es auch. Auch wenn sich viele das nicht bewusst sind, es gibt sehr viele geistige Vampire. Man muss immer Energie abziehen, um zu überleben. Das ist halt der Gedanke der meisten. Und was man dann bei diesem Schritt, den ich beschrieben habe, macht, ist, dass man das Ganze halt genau umdreht, dass man die Energie in sich selber findet und man gibt diese Energie. Man macht halt genau das Umgekehrte. Man weiß, dass man, ja, dass man in seine eigene Energie steht und dass man dadurch eigentlich glücklich wird, indem man seine eigene Energie findet. Und man holt dieses Positive halt hoch und gibt dieses Positive. Und dadurch, weil Menschen eigentlich oder weil die Welt eigentlich im Grunde oder zumindest in einem großen Teil ein Spiegel ist, kommt das dann auch zurück. Und dadurch wird die Welt auch positiv. Indem man halt Positives gibt, löst man bei anderen Menschen dann auch negative Dinge auf. Und dann werden die auch mehr zu positiven Personen, auch wenn es nicht unbedingt von jetzt auf gleich funktioniert und auch nicht dauerhaft. Man muss das immer halt wiederholen, wie ich auch am Anfang des Videos gesagt habe, dass man das wahrscheinlich immer, immer und immer wiederholen muss. Aber das ist halt so ein essentieller Schritt, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich auch darauf zu konzentrieren und das immer zu wiederholen, weil das ist eigentlich die Essenz des Lebens schon fast, möchte ich sagen. Und ja, dadurch verändert sich dann auch die Welt und wird dann positiv. Also die Welt ist eigentlich das Konstrukt des eigenen Geistes. Also die Welt ist nicht irgendwie, also die ist halt so, wie man sie einprogrammiert bekommen hat, durch die Matrix, sage ich mal, oder wie man es auch nennen will. Und diese Programmierung ändert man damit. Man bricht aus der Matrix dadurch aus. Das ist eigentlich der Punkt, wie man aus der Matrix am besten ausbricht, indem man halt die eigenen positiven Energien findet, also, oder dieses, dass man es schafft, die nicht nur zu suchen, zu finden und hochzubringen, sondern auch auszudrücken, es auch konsequent zu machen und sich darauf konsequent zu fokussieren. Und damit, ja, wie gesagt, kann man Menschen ändern und dadurch, dass man sich selber geändert hat, ändert man die Welt und nicht anders. Und dadurch wird die Welt positiv und dann dadurch, dass das wieder zurückgespiegelt wird, wird man auch selber wieder positiv und hat dann sozusagen ein Perpetuum mobile erschaffen. Also es existiert und damit hat man es erschaffen. Also es läuft dann immer weiter, weil Energie halt nie aufgelöst werden kann. Es spiegelt sich einfach immer nur zurück die ganze Zeit. Und am besten macht man das halt mit positiver Energie, wenn man es halt möchte.
Ja, das ist sozusagen ein Grundlagen-Video dazu oder Grundlagenwissen zu dem Thema. Und damit beende ich das Video. Und mir fällt einfach meistens nie ein richtiger Abschluss ein. Außer vielleicht, ja, ich lasse euch einfach mal vielleicht ein bisschen in euren Gedanken jetzt, was ihr dazu denkt. Das war jetzt sehr, sehr viel in dem Video. Aber ich werde, wie gesagt, noch sehr viele Videos drüber machen. Müsst ihr euch jetzt nicht alles irgendwie versuchen zu merken oder irgendwas, sondern ich werde wahrscheinlich sehr viele Videos noch zu diesen Themen machen.